Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt wollen wir gemeinsam einen ersten Blick auf die PC-Version vom neuen BioShock Infinite werfen. Dazu wähle ich natürlich als erstes mal die Optionen aus, denn wir wollen auch immer wissen, was ist los mit der Grafik, was können wir hier einstellen. Grundsätzlich Vollbild 16:9, ich spiele auf Full HD, V-Sync, also Bildfrequenzsperren habe ich ausgeschaltet. Helligkeit wird konfiguriert in dem Moment, wo ihr das Spiel startet. Könnt ihr natürlich hier nochmal machen. Und ihr könnt verschiedene Stufen wählen, einfach in Grafikqualität. Ultra, also fangen wir lieber unten an. Sehr niedrig. Rotze, dann sehr niedrig, niedrig, mittel, hoch, sehr hoch und ultra. Und dann könnt ihr, wenn ihr auch wollt, könnt ihr hier dieses voreingestellt wegnehmen und auf benutzerdefiniert gehen. Und dann seht ihr auch die einzelnen Optionen. Anti-Lasing, Texturdetails, Texturenfilter, dynamische Schatten, Nachbearbeitung, Lichtstrahlen. Ich weiß nicht, geht das hier auch noch? Alternativ, keine Ahnung. Lichtstrahlen, muss man mal gucken. Ich habe nur schon gehört, dass die Umgebungsverdeckung relativ schwach sein soll, dass man das so gut wie gar nicht sieht, dass man das zum Beispiel auch ein bisschen vernachlässigen kann, weil man das hier in dieser Grafik so oder so nicht sieht, sag ich jetzt mal. Blablabla. Ich lasse das jetzt einfach mal so. Um das Ganze zu speichern, müsst ihr einfach Enter drücken und damit Escape wieder aus dem Menü raus. Erfahrungsgemäß mache ich für mich immer Folgendes. Ich drehe die Musik ein ganz klein bisschen runter. Mach ruhig noch ein bisschen mehr. Ich drehe die Effekte ein ganz klein bisschen runter und dadurch sind die Sprachlautstärken ein ganz klein bisschen höher. So, ich mache mal für die Quengeligen unter euch den Dialoguntertitel an und dann können wir hinterher mal gemeinsam besprechen, ob wir das so lassen wollen. So, das war's. Ich werde das Ganze mit dem Pad spielen. Und da wird die Sicht für mich invertiert. Ich mache das Ding hier ein bisschen schneller. Vielleicht nur so. Das muss ich dann mal während des Spielens ausprobieren, muss ich sagen. So, okay, das war's. Maus und Tastatur könnt ihr natürlich auch einstellen. Nach Belieben, Mausempfindlichkeit, bla 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 bla. Das brauchen wir jetzt aber in unserem Fall nicht. Oder in meinem Fall nicht. In eurem Fall vielleicht schon. So, Spiel starten. Mal gucken, ob der Pad funktioniert. Ja, Pad geht. Könnt ihr sehen, wechselt das unten tastenmäßig auf die Xbox-Tasten. Ich würde sagen, werfen wir einen ersten Blick rein. Kritiken sind absolut großartig gewesen, was man gestern, heute schon lesen konnte. Und deshalb bin ich mal gespannt heute auf die ersten 15, 20 Minuten des Let's Plays. Viel Spaß dabei. Oh, welche Schwierigkeitsstufe wollen wir wählen? Neues Spiel starten? Normal, wer die Grundlagen des Spielens von Ego-Shooter beherrscht, ist hier genau richtig. Leicht, das wäre vielleicht was für meine Mutter oder für eure Oma. Schwer, wer bereits über viel Erfahrung und ich nehme jetzt einfach mal normal. So, jetzt könnte es aber auch mal losgehen, oder? Booker, hast du Angst vor Gott? Nein, aber vor dir. Das fand ich jetzt ganz gut. Der Geist der Testperson. Oh, Grenzen der traditionellen Reise. Okay. 1912, Küste vor May. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst.
Hier wären wir. Okay. Erinnert so ein bisschen hommagemäßig an das erste Bioshock. Das... Er bewegt sich nicht. Ja, das kommt schon noch. Irgendwann. Vermutlich schon. Das ist sehr geil. Die Frau ist sehr, sehr geil. Da fühlt man sich direkt wie zu Hause, oder? Wenn ihr schon mal so auch Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Nee. Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich setze doch tatsächlich nochmal die Controller-Geschwindigkeit ein bisschen runter. Das ist fürs Video einfach schöner, weil das dann ja ruhiger und gleichmäßiger wirkt, sag ich jetzt mal. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Ich bin nicht gestrandet, die haben mich hier hingebracht. Das ist ja mal ein Unterschied. Okay. Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Bioshock besticht ja immer durch so eine ganz eigene Atmosphäre. Mir hat damals Raptor, diese Unterwasserwelt, wirklich extrem gut gefallen. Ich habe beide Teile gespielt. Jemand da? Eins und zwei. Hallo? Und habe eins also richtig geliebt. Zwei war ich nicht ganz so ein Fan von, aber eins fand ich genial. Na, wir wollen mal alles nehmen. Ruf mal jemanden an. Hört sich ziemlich tot an, oder? Bleibt grafisch so diesem Bioshock-Stil auf jeden Fall treu. Hat so ganz klein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das hat so ein bisschen auch so einen Look, wie Dishonored den hatte. Also so einen ganz leichten, gezeichneten, gemalten Look. Nicht so sehr auf Realismus ausgelegt, sondern ja, mit so roten Pastellfarben vor allen Dingen auf dem Boden. Scheiße. Oh. Dem wurde, glaube ich, in den Kopf geschossen. Zigarette brennt noch. Würde ich sagen, sind wir nicht so ganz so allein hier. Karte, Schlüssel. Also. Aha. Was in aller Welt? Was hier los? Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Das sieht aber nicht sonderlich einladend aus, muss ich sagen. Ich finde, das ist erstmal so ein Beginn, wo man möglichst wenig redet. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, meine lieben Let's Play-Freunde, aber Atmosphäre pur. So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger.
Die Boote dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Nein, 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 verdammt! Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. 15.000. Halleluja. Halleluja. Was? Das ist ja wirklich mal das krasse Gegenteil zur alten Unterwasserwelt. Ich bin echt so mega gespannt darauf und hoffe, wir erleben hier ganz großes Kino. Wie sind wir hier hingekommen? Warum wurde ich mit dem Boot dahin gefahren? Das neue Eden. Es war ja so ein bisschen so, weil er selber, glaube ich, gar nicht wusste, was er auf dem Leuchtturm machen sollte. Und warum saß der Typ da auf dem Stuhl mit dem Headshot, mit dem Sack über dem Kopf? Okay, ich kann mich bewegen. Finde einen Weg in die Stadt. Halleluja. Ach, guck mal da. Das ist ja... Aber man will sich immer erstmal so umgucken, oder? Knarre haben wir schon verloren. Auffällig, die Lebensanzeige oben links im Bild, finde ich. Ich finde, dem Spiel hätte es auch gut getan, gar keine Anzeige zu besitzen. Aber sei es drum. Der Spross des Propheten. Jetzt mal ganz ehrlich, seid ihr jetzt gerade auch so geflasht wie ich? Also so, dass man so denkt, boah, was ist hier los? Wer hat das sich ausgedacht? Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder... Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Gäbe es keine Sünde? Wozu bräuchte man Vergebung? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man dann Vergebung? Entschuldigung. Toll. Wo bin ich hier? Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Okay. Boah, ist das beeindruckend, oder?
klau das Geld hier vom Opfertisch oder was? Hier, guck mal, wie das aussieht. Der Hammer. Ich weiß nicht, ob das so ein Spiel ist, wo man immer alle Ecken durchsuchen muss. Vermutlich. Wir nehmen auf jeden Fall erstmal ein bisschen Geld mit. So, jetzt haben wir ja beide Räume rechts und links abgeklappert. Dann würde ich sagen, gehe ich mal hier an dem Freak vorbei, der mit seinem weißen Gewand im Wasser steht. Spiegelungen sind extrem cool, oder? Ups, jetzt bin ich gehüpft. Das wollte ich gar nicht. Das war jetzt sehr unpassend, Entschuldigung. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unseren Propheten, Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagen und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und sehet, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen. Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns, angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn? Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Hey, ich will einfach nur hier durch. Seine Hand. Ehre sei Gott. Ja. Lass dich taufen, um die Stadt betreten zu können. Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Ich bring's hinter mich. Komm und werde gelaufen. Hey. Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Große Columbias! Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Oh, danke schön, wie freundlich. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt, ich mach das. Ach, das sind Schlüssel. Nein, denn Scholz erschafft keine Realität. Boah, ist das fun. Mann, die sind doch nicht alles fun. Ein Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Finde die Columbia-Statue. Mann, ist das ein Farbenflash, oder? Vater Jefferson erhielt eine Rolle, auf das Edens Gesetze es über alle anderen Nationen erheben sollen. Und so erneuern wir jedes Jahr unser Bekenntnis zu den Gründern und dem Propheten Vater Comstock. Bekennen uns erneut zum Propheten Vater Comstock. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf das sie die Luft umso mehr lieben. Aha. Also Redeoptionen oder so gibt's jetzt hier im Moment nicht. Aber ich habe mal einen Apfel gestohlen. Und eine Birne auch noch direkt hinterher. Lecker, lecker, schmecker Birne, wir sind sehr gesund. Buch lesen können wir aber nicht. Klüger werden sollen wir anscheinend in diesem Spiel, ja. Der du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln. Uiuiui, ganz schöne Freaks hier. Kraft.
schütze meinen Geist vor Furcht. Ein Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Teile deine Weisheit mit mir und lass das Licht deiner Klugheit ein Leuchten. Dein Schwert und der Rolle Zufall gibt und den Schlüssel. Noch Glück. Amen. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Das also hätte, gut. Hätte ich sagen. Ich muss das Mädchen finden. Okay, es läuft jetzt bei mir fix mit 30 Frames. Und ich habe vorher auch, es gibt einen Benchmark, der läuft teilweise wirklich mit 70, 80 Frames. Aber ich hatte gerade so das Gefühl, dass es hier doch so ein bisschen, guck mal ein Vögelchen. Dass sie hier gerade doch so ein bisschen ruckeln wollte. Ja, schauen wir mal. Ziemlich imposant die Gebäude, muss ich sagen, so mit diesen Details. Oh nein, Mr. Rossignol. Ich habe noch nie Austern gegessen. Da lässt sich bestimmt was arrangieren. Mr. Rossignol, sieh schlimmer. Morgen, freut mich sehr. Habe ich das jetzt bezahlt? Nö, habe ich einfach so mal mitgenommen. Ein perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was jetzt hier passieren wird, aber es ist ja im Grunde genommen erstmal ein Shooter. Wenn ihr Bioshock kanntet, das alte Bioshock fing ja sofort so verstörend an und ich finde das hier auch verstörend, aber es wirkt jetzt doch alles so bunt und freundlich. Ja, kleiner Junge, wink mal mit einer Zeitung. Diese Statue. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale Göttlichkeit nicht rüber. Nee. Mögen gibt's nicht für einen Liberty Scout. Gut. Wer ist wo? Wo ist mein Pfeil am Boden? Hier. Mal mechanisches Pferd. So, ich muss jetzt sagen, das hier war jetzt wirklich gerade ein bisschen ruckelig, ne? Ob das was mit dem Nachladen dieses Levels zu tun hat oder mit der Aufnahme, kann ich jetzt gar nicht sagen. Generell ein bisschen Unverständnis von meiner Seite aus dafür, weil es ja eigentlich jetzt nicht so eine plastische Grafik hat. Zwar einen sehr schönen, sehr eigenen Look, aber das sollte generell eigentlich nicht so viel Performance benötigen. Alles klar. Viel Glück bei der Verlosung, Leute. Ja, danke schön. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Oh, falsch Richtung. Ich dachte gerade, weil das hier so runterklappte, dass ich hier hin müsste. Auch groß so, ne? Direkt, also man ist nicht wie... Häufig hat man ja so, dass man erstmal in so einem kleinen Bereich bleibt und gefangen ist oder sowas. Und das Spiel kennenlernt, aber das wirkt hier auf den ersten Blick so riesig und frei. Aber ich glaube, ich muss mal irgendwas an den Einstellungen schrauben, weil das hier gefällt mir so nicht so sehr, muss ich jetzt sagen. Es gibt jetzt auch keinen Grund. Hier wird nichts berechnet, was hier irgendwie performance-lastig sein sollte. Ja, hier finde ich sie, haben sie gesagt. Telegramm für Sie! Hm. Telegramm für Sie, Sir! Der DeWitt, Stop. Machen Sie Comstock nicht auf sich aufmerksam, Stop.
Was immer sie tun, nicht Nummer 7710. Stop. Lutess. Was zum... Guten Tag, mein Freund. Hallo. Will den Gespräch oder war das jetzt nur mal so? Ich auch nicht. Das sagt er andauernd. Würdet ihr mir glauben? Oder dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann? Würdet ihr das glauben? Ja, ich habe schon Bioshock gespielt. Ich sage euch, das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Nein, Herrschaften, ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Ich in dem alten Teil. Und ihr seid in der Lage, die unglaublichsten Taten zu vollbringen. Ihr wisst ja, der Prophet ist fair und freundlich. Und er hat Mr. Jeremiah Fink gebeten. Und zwar persönlich, euch diese Wunder zu bescheren. Gelobt sei unser Prophet. Ich könnte jetzt hier die ganze Zeit stehen bleiben und gucken. Mann, ist das bunt! Habt ihr jemals in letzter Zeit so ein buntes Spiel gesehen? Wenn ich sagen würde, dass ein Mensch Blitze aus seinen Fingern... Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, bockender Bronco! Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestützt werden? Bockender Bronco! Was muss ich jetzt machen? Ich will eigentlich Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, bockender Bronco! Soll okay, ich probier's. Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestützt werden? Bockender Bronco! Finden Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus! Haben Sie das How Zeug to play. Dazu? Hit the dance, return. Ja, und ja. Und da ist Teufel Nummer 1. Was schräg. Teufel Nummer 2. Jetzt hat er einen Lauf. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, weil es kein Fadenkreuz gibt. Wir haben einen Gewinner! Ja, mein Freund, denken Sie dran! Soll etwas gehoben, gelüpft, geworfen oder umgestürzt werden? Bockender Bronco ist die Lösung! Der bockende Bronco, alles klar. Solo auf den Skylines zu fahren, war die Idee von Jugendlichen. Kleine Draufgänger. So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wie viele Minuten haben wir jetzt gespielt? 20, 25 Minuten? Ich werde noch mal ein bisschen was an den Optionen rumschrauben für mich persönlich, damit das ein bisschen glatter läuft. Und dann schauen wir mal, ja, wie es hier so weitergeht. Ich habe gedacht, wir kommen noch mal an so einem Punkt an, wo irgendwie ein bisschen Story kommt oder sowas. Anscheinend kann man hier alle Kräfte erstmal ausprobieren. Hey, Sie, geschickt mit dem Gewehr. Möchten Sie Columbia einen Dienst erweisen? Zeigen Sie Ihr großartiges Können. Ich versuch's. Daisy Fitzroy und die übelschuppende Vox Populi. Hier haben wir einen Mutigen. Also, ja, haben wir. Schießen Sie auf die Vox, wenn sie erscheinen. Treffen Sie genug, winkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Gut gemacht. Gut gemacht, Sir. Wieder ein Treffer. Wird dem Pet nicht so leicht? Naja, okay. Das wäre mit der Maus vermutlich besser gewesen. Achso, oder konnte man auch Kim und Korn schießen? Na egal. Was ist das? Das gleiche. Ist das irre? Das ist so, man möchte die ganze Zeit hier rumlaufen und sich nur umgucken. Er ist der unglaubliche Handyman. Nur in unserer schönen Stadt sieht man solche technischen Wunderwerke. Oh mein Gott, ey, gegen den will ich nicht kämpfen. Gegen den Handyman. Ja, ich glaube, hier ist unser Ziel. Ist er ein Mensch oder ein Maschine?
Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon sie nicht mit ihrer Liebsten verbunden? Tja, holen Sie sich die Herrschaft von den Blechkameraden zurück. Mit Beherrschung sind Sie der Chef. Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Na, willst du zur Verlosung, Hübsche? Verabreiche diesem mechanischen Trottel eine Dosis Beherrschung. Wenn du was kaufst. Nimm sie her. Sag Bescheid. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Total irre. War das jetzt die richtige Entscheidung? Anscheinend schon. Press to turn machines into allies. Okay, drücke LT, während Beherrschung ausgerüstet ist, um eine Maschine zu einem Verbündeten zu machen. Okay. Verdammt, was war das? Keine Ahnung, was das war. Sieh an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie bloß vorhin nicht erkannt? Komisch. Schön, einen Gentleman. Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Okay. Zahl. War klar. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. So, okay, meine lieben Gaming-Freunde. An der Stelle mache ich aber jetzt einfach das heutige oder den ersten Part dieses Let's Plays oder dieses Angespiels aus. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet, ob ihr sagt, da wollt ihr mehr von sehen, das interessiert euch, oder ob das noch nicht euer Fall war. Wie gesagt, ich werde das ein bisschen grafisch anpassen, dass es hier nicht mehr ruckelig ist und ja, gucken wir mal. Ich hoffe, das hat euch einen ganz kleinen ersten Einblick gegeben. Ich bin mal gespannt darauf, wenn es irgendwie ein bisschen mit Action und Ballerei losgeht oder sowas. Oder wenn jetzt hier so diese nächsten Story-Elemente sich hinzufügen. Erster Eindruck, wahnsinnig bunt, wahnsinnig kreativ. Die Welt lädt einfach nur ein, irgendwie erkundet zu werden. Das war jetzt mein erster Eindruck. Ich wäre am liebsten jetzt überall stehen geblieben und hätte jede Kleinigkeit ausprobiert. Aber ich habe gedacht, so ein bisschen fürs Let's Play, so ein bisschen für euch, mal einen Schritt nach vorne gehen, ist dann vielleicht auch nicht schlecht. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.